Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rubin. Heute gehen wir in diese Höhle. Wir sind in dieser Höhle drinne und ich sage euch bis morgen. Tschüss. Spaß, natürlich nicht. Wenn jetzt hier fleißig kämpfen. Hey. Hey du, hier ist es schrecklich dunkel. Eine Forschung wird damit schwierig. Der Typ, der vorher schon mal hier war, Troy heißt, glaube ich, der weiß, wie man Blitz einsetzt. Daher wird es ihm wohl gut gehen. Aber das Motto unter uns Wanderern heißt, jedem aus der Klemme helfen. Deshalb bekommst du dies von mir. VM05. Was das wohl sein wird. So. Ah, toll. Ja, dann brauchen wir noch gar nicht weitergehen. Dann können wir jetzt einfach, ja, können wir auch definitiv schon mal woanders hingehen. Ja, Moment. Gerade eine Schraube gefunden. So. Jetzt. Ein Makuhita. Ja, haben wir schon. Heißt, wir können es besiegen. Also, wenn wir so oder so tun, aber trotzdem. So, Jungblut. Oh, Energiefokus. Wie hart du bist. So. Heißt, wir können noch nicht in die Höhle. Wir müssen erst was anderes erledigen. Gehen wir erstmal hier durch die Häuser. Was ist nur, wenn ich mit Sicherheit verschiedene Gruppe? Kann ich mir ein Leben ohne verschiedene Gruppe nicht vorstellen? Ich liefe mich gerade in ein hippes verschiedene Gruppe. Gibt es eine enge Verbindung zwischen verschiedene Gruppe und Reisen? Ja. Oh, da lag ich ja absolut richtig. Ich bin einen Schritt weiter in meinen Bemühungen, hip und aufregend zu sein. Ach du Scheiße. Ich bringe meinem Pokémon etwas über verschiedene Gruppen bei. Aber es klappt nicht so recht. Scheinbar sind sie damit überfordert. Was ist denn hier los? Jenseits des Meeres. Ist dort verschiedene Gruppe noch beliebter? GTF? Diese ganze Sache mit verschiedene Gruppe. Gibt es da nicht eine Sendung drüber? Mutti würde dieses Programm gefallen. Ich beeile mich besser. Ich sammle lizenzierte verschiedene Gruppe Artikel. Ich habe die offizielle verschiedene Gruppe Puppen, offizielle verschiedene Gruppe Kleidung und die offiziellen verschiedene Gruppe Bilderbücher. Hehehe. Das besitze ich alles und ich gebe dir nichts ab, Edge. Arsch. Hey, hör zu, ich habe ein Leitmotiv für verschiedene Gruppe komponiert. Verschiedene Gruppe ist gerade sehr populär. Okay, hör zu. Oh, verschiedene Gruppe. Wundervolles verschiedene Gruppe. Ich würde sagen, du solltest erst einmal Gesangsunterricht nehmen, bevor du es mit verschiedene Gruppe aufnimmst. Hey, hör zu, ich habe ein Leitmotiv für verschiedene Gruppe komponiert. Verschiedene Gruppe ist gerade sehr populär. Okay, hör zu. Oh, verschiedene Gruppe. Wundervolles verschiedene Gruppe. Ich würde sagen, du solltest erst einmal Gesangsunterricht nehmen, bevor du es mit verschiedene Gruppe aufnimmst. Alter, was ist denn hier los? Ich mag was hip, aufregend und modernes. So etwas probiere ich immer aus. Hast du schon mal was von verschiedene Gruppe gehört? Wusste ich doch, natürlich hast du schon davon gehört. Oh meine Güte, verschiedene Gruppe, das ist das Coolste überhaupt. Wo immer du auch herkommst, verschiedene Gruppe, ist das Aufregendste überhaupt? Ja, total. Absolut richtig. Ist die Definition von in? Oioioi. Sind die ja alle so? Wirf dein Auge mal hier auf. Das ist ein Seidenschal. Das ist der letzte Schrein der Mode. Yeah. Oh, deine Augen blitzen. Du magst mein Ziel, nicht wahr? Hihi, du machst mir eine Freude. Hier, das möchte ich dir schenken. Seidenschal erhalten. Kaleros packt Seidenschal in die Ikentasche. Ey, die sind doch hier alle voll krank, ey. Wow, du hast die beschwerliche Reise über das Meer auf dich genommen, um nach Faustau Hafen zu gelangen? Bist du hier, weil du von Camillo gehört hast? Er ist so cool. Er ist ein Idol für jeden. Total. Faustau Hafen ist eine kleine Inselgemeinschaft. Wenn hier etwas in Mode kommt, will es jeder haben. Dies ist ein berühmter Angelplatz. Hast du was zu angeln? Jo. Ich habe dir genau zugehört und mir gefällt, was du gesagt hast. Ich werde dir eine meiner Angeln geben. Angel erhalten.
Yeah, und als kleine Zugabe gebe ich dir noch einige Tipps zum Angeln. Schau dir zuerst das Wasser an und dann benutze deine Angel. Konzentriere dich. Wenn etwas anbeißt, hol die Angel ein. Manchmal kannst du mit einem Mal etwas Großes fangen. Manchmal musst du immer wieder kurz die Angel anheben, um etwas an Land zu ziehen. Über das harmonische Leben mit diesem Pokémon und der Familie auf diesem kleinen Eiland ließ sie sich viel erzählen. Bevor ich meinen Mann geheiratet habe, lebte ich in einer großen Hafenstadt, Graphiport City. Hier auf der Insel verläuft das Leben geruhsamer. Vom wunderbaren Meer umgeben, das ist die pure Glückseligkeit. Und das sind Zickzacks hinten, wie süß. So, haben wir es alle? Ja, haben wir. Wunderbar. Dann wollen wir zu Camillo gehen. Du forderst mich heraus? Dann wundere ich nicht, wenn du weinst wie ein Baby. Total. Pokémon. Tausch. Kratzer. Bringt das hier was? Natürlich nicht. Au. Was? Nee, ne? Alter! Glaubst du hier nicht? Heftig! Einfach mal so mein Junge geklatscht! Was ist denn los hier? Schluss! Steve, ich hab verloren! Ja, du hast mein Junge gekillt! Sorry, mein Jungblut. Ey, jetzt soll ich wieder rausgehen. Uff, alter Schwede. Krasse Aktion. Jo. Nimm sie in deine Obhut. Krasses Ding. Ich glaube, für die Arena nehmen wir da mal. Ups. Jungblut wieder als erstes. Oh, ja, ein Item. Protein. So, das geben wir mal jung, würde ich sagen. Da. Hebt den Angriffswert. Angriff von Jungluf wurde angehoben. So. Ja, wollen wir mal. Na, wie sieht es aus im Weg zum Stern Kalidos? Haus der Hafens Angelette Camillo besitzt Kampf-Pokémon. Wenn du dort normal Pokémon antreten lässt, sind Probleme vorprogrammiert. Kampf-Pokémon schlagen die normalen Pokémon einfach nieder. Pass gut auf. Das Schlimmste ist, die Arena ist dunkel wie die Tiefsee. Und mit jedem Trainer, den du auf dem Weg zum Angelette besiegst, wird sie heller. Also dann, leg mal los. Ist doch voll hell. Hä? Lol. So dunkel ist sie gar nicht. Aber eigentlich war sie dunkel, das stimmt. Die macht bestimmt alles. Komm schon. Gut. Ich finde, die Arena ist eigentlich hell. Dunkel. Verdammt. So. Glut. Au. Und tschüss. So. Nicht genug Macht. Es wurde heller. Wunderbar. Man muss doch Camillo nicht mit so etwas Nichtigem belästigen. Ich mach dich fertig. Versuch es, Kämpferin Tamara. Medite. Und dann nehme ich wieder die Glut. Was? Darfst du nicht schützen hier? Ja, das bringt ja auch nichts. Damn.
Und tschüss. So, noch ein Meditieren, okay. Kein Problem. Oh, One-Hit, wunderbar. Ich finde, den Kampf ist ja Fluggut. Ich bin ja teilweise Vogel. Nein, ich, nein, Sandwirbel will ich nicht erlernen. Nein. Ja. Wunderbar. Mach hallo. Ja, da können wir dann jetzt ja mal so Klug benutzen, ne? Schnabel. Naja. Das war Tamara. Aber wie konnte ich nur so schnell verlieren? Und den einfach schlecht ist. Und die Arena ist hell. Da ist er, Camillo. Ich bin Camillo, der Arenaleiter von Faustau Hafen. Ich habe die wilden Strudel dieser Gegend gemeistert und bin in dieser pechschwarzen Höhle stark geworden. Du willst mich wirklich herausfordern? Dann zeig mir, woraus du gemacht bist. Dann komm her. Boah, sorry wegen der Übersteuerung, aber... Schnabel! Was? Ach, Rotzer. Ha. Nochmal, und dann... Ich feier. Was? Die U-Wurf, Alter! Ah. Oh, Makar. Zack. Probier mal Feuer aus. Karateschlag. Au. Was? Och, Maka. Hör doch mal auf jetzt hier. Nochmal, dann ist er weg jetzt hier. Zack, weg. Nächster bitte. Makuhita. Nein, ich werde nicht wechseln. Schnabel. Ich hab gewonnen. Hoff ich mal. So. Ich hab gewonnen. Wunderbar. Und somit haben wir jetzt zwei Orden. Wunderbar. Uiuiuiui, du hast eine größere Welle produziert, als ich dir zugetraut hatte. Du hast mich absaufen lassen. Okay, du hast mich erwischt. Nimm den Orden dieser Arena. Gerne, gerne. Kaleidos erhält den Knöchelorden von Camillo. Freut mich, wunderbar. Alle Pokémon bis Level 30 gehorchen uns nun. Und wir können Blitz benutzen. Und wir kriegen... Potzer, ja, unwichtig. So, geschafft. Wenn wir das Blitz benutzen können, geben wir das... Wir machen jetzt erstmal außer unseren Zickzacks. Was kann ich lernen? Wir haben keins. Verdammt. Wir haben kein Pokémon für Blitz. Ah. Ja, müssen wir wohl eins fangen. Uiuiui. Wir haben kein Pokémon für Blitz. Aber eigentlich braucht man auch Blitz. Ah, na, man sollte es mal probieren. Ich weiß gar nicht, ob ein Wasser-Pokémon Blitz kann. Angel? 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 Da. Mal kurz nochmal Pokémon wechseln. So. Ah, Mann. Komm mal, der Tast noch hier noch nicht klar. So. Und wir warten. Na, wer ist da? Carpador? Oh, was für ein Wunder. Hab ich gar nicht mit gerechnet. Tackle. Und nicht töten, bitte.
Und bitte noch einmal tackeln. Und nicht töten. Wunderbar. So. Pokéball. Werden wir es fangen? Natürlich werden wir es fangen. Wunderbar. So. Nein, geben wir nicht. Jetzt gucken wir, ob Carpador Blitz erlernen kann. Nein. Den können wir einen Blitz geben jetzt am Anfang. Oder kommen wir doch so rein? Wir gucken mal. Fluchtseil, das ist gut. Hier ist noch hell. Das Level hier etwas verbuggt, dass ich Blitz nicht brauche. Wäre ja cool, aber trotzdem. Salunia. Das gefällt mir, das will ich haben. Oh. Ja. Was mache ich jetzt? Ja, versuche ich es mal damit oder einen Kratzer oder so. Natürlich doof. Ja, das ist nicht schlimm. Obwohl eigentlich doch, wir müssen noch mal raus. Rein theoretisch. Ich glaube, ich habe etwas Unintelligentes gemacht. Aber okay. Aber was mache ich denn jetzt? Erstmal einen Trank einsetzen, weil mir dieses Geräusch auf dem Sack geht. Alter. So. Blut? Nicht töten, bitte. Au. Oh. Wunderbar. Geht daneben. Was für Wunder. Blut. Alter. Guck mal, wie schnell das gehen kann. Oh, toll. Das will ich nicht mehr. Pokéball gefunden. Wisst ihr was, wir nehmen jetzt mal einen Schutz. Und rennen mal hier ein bisschen durch die Gegend. Hä? Du benutzt hier den Schutz. LOL. Auch gut. Ich weiß nicht, wozu ich Schutz benutze, wenn es eh nicht wirkt. Aber gut, was soll's. Ja, meine Genauigkeit sinkt. Ich probier's nochmal. Ja, wunderbar, geil. Pokéball, jetzt. Dann haben wir gleich ein Solunia. Das ist, was ich jetzt gerade irgendwie haben will. Was mir zu Stollers wird. Stollers? Egal, gehen wir zu einem weiteren. So. Zack. Oh, Level 12 jetzt diesmal. Zack. Oh, aua. Das war's. So. Oh. Ein weiteres Stalunia. So. Ach Quatsch. Oh. Zack. Wieder Jungblut. Aua. Böse. Dafür gibt es ein Kick in your face, ja? Yeah, Level 22.
Ewigstein gefunden. Ich glaube, das war dafür da, dass Pokémon sich nicht entwickeln, oder? Ja. Aber will ich nicht. Pokémon haben sie zu entwickeln. So. Keine Ahnung, wo wir sind, frag mich nicht. Ich gehe einfach nur. Ein Makuhita, Level 8. Das schafft Zigzag sogar alleine. Nochmal. Wunderbar. Und Tackle und dann das Feuer am Tier. Bam. So muss das. No. Wir kommen ja Pokémon als alles andere. Das war auch wieder alleine. Zack. Jedes Mal zurück. Alter, wie heftig ist denn das? Und damit ist Zigzag Level 12. So. Hier geht's wohl raus. Ah. Dieses Ding, das du da trägst, das ist ein Pokénav. Wenn Trainer, die einen Pokénav besitzen, gegeneinander kämpfen, wird das Ergebnis hier gespeichert. Oh, entschuldige, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Troy. Ich sammle seltene Steine, daher gehe ich immer mal wieder auf Reisen. Oh, ein Brief? Für mich? Kaledas übergibt Brief. Okay, oh, Troy ist das, also. Ja, hätte ich eben schon sagen können. Das ist doch dämlich. Egal. Oh, da, okay, danke schön. Du hast all die Beschwerlichkeiten auf dich genommen, um ihn zu mir zu bringen? Ich muss mich bedanken, ehrlich. Ich werde dir diese TM geben. Sie enthält mein Lieblingsattacke Stahlflügel. Oh, wir brauchen dringend ein Schwalbini. Ja, du pack sie weg. Pack sie weg. Muss man wieder drücken. Deine Pokémon sehen recht talentiert aus. Wenn du fleißig trainierst, wirst du vielleicht eines Tages der Champ der Pokémon-Liga. Das ist meine Meinung. Nun musst du mich ja wirklich beeilen. Okay, also haben wir jetzt den Brief zu Troy gebracht. Und können nun weitergehen nach Graphiport City. Einen Moment bitte ganz kurz. Wir machen gleich weiter. So. Pokebeutel. Beutel. Nein. Fluchtseil. Okay. Hier ist jetzt Fluchtseil ein. Ich habe einfach keinen Bock zurückzulaufen. Somit sind wir zurück. So. Pokémon Center. Und dann geht auch nach Graphiport City. Nein. Und wir gehen nach Graphiport City. Allerdings erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tüdelü.